So, da bin ich wieder und mir ist so eingefallen, dass das eigentlich ziemlich dumm war, dass ich nicht gleich noch einen Part gemacht habe, ohne das Spiel zu verlassen, weil das hätte mir nämlich sehr helfen können, weiterzukommen. Erstmal werde ich hier diese schlechten Ausrüstungsgegenstände entzaubern. Gleich in die Truhe damit, weil die Sicherheit dieses Charakters nicht wirklich gut gewährleistet ist. Und ja, das Ziel lautet diesmal ganz klar: erreichen des Wegpunkts am Friedhof vielleicht. Ob ich die Mutter dann gleich versuche. Oh, das ist sehr praktisch, wie schnell das fliegt. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, hier noch zu. Oh. Irgendwie. Ja, mein Equip ist nicht mehr so ganz up to date. Ich hatte mal zwischendrin, dass die Schüsse, wenn sie mich treffen. Oh, 11.000. Ach du Scheiße. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Sehr ungünstig. Das, ja, also ich muss unbedingt mein Equipment nochmal erneuern. Weil, ja. Die Monster skalieren ja einfach so weiter. Und nur Level-Ups zu bekommen, hilft mir eigentlich eher gar nicht. Weil ohne besseres Equipment werde ich in Relation zu den Monstern natürlich ganz schnell schlechter. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Ist ja noch kein Monster getötet hier. Muss auch nicht zwingend sein, sage ich jetzt mal so. So, ja, Gürtel. Können wir jetzt einen gelben Gürtel bauen? Mache ich auch gleich. Oh, der ist ausgezeichnet. Der ist richtig gut, ja. Wunderbar. Handschuhe, ebenfalls gelbe, für Stufe 9. Wo der Gürtel war, auch für Stufe 9. Hätte ich schon länger haben können. Ich habe gar nicht so richtig mitgekriegt, wie ich so schnell Level 11 werden konnte, aber. Auch hier wieder sehr gute Stats. Ja, und Kopfschutz. Super, weil Kopfschutz habe ich noch gar keinen. Auch wieder Int und Vitalität. Auch wieder sehr gute Rolls eigentlich. Schulterschutz. Habe ich ebenfalls noch nicht. Ja, sieht schon so aus, als ob sich meine Hitpoints jetzt hier wieder verdoppeln gerade. Ja, auch okay. So, Stiefel sind noch die Vierer. Was haben wir hier? Level 3, Level 8, Level 7. Gucken wir nochmal bei den Waffen. Schwert, ja, Level 7, nichts Neues dazu gekommen. Zweihandschwert. Ja, Waffen sieht natürlich nicht so gut aus. Das wäre wichtig für. Die Handschuhe sind wieder welche für einen Händler. Mal gucken, ob der jetzt. Oh! Oho! Das Teil zum Beispiel sieht ganz gut aus. Aber, naja, ich behalte lieber das Schild. Das blaue Zeug ist jetzt nicht so wirklich der Bringer. Das hier ist ein kleines bisschen. Na, da fehlt ein Int. Ja, das hier. Naja, Stufe 7. Das ist halt auch nicht so wahnsinnig gut. Aber zumindest sind meine Hitpoints ein bisschen mehr Leben, habe ich nicht, ein bisschen mehr Schaden mache ich natürlich auch durch die zusätzliche Intelligenz. Das sollte eigentlich. Gegner. Ja, jetzt tickt das hier schon fast mit 200.
eigentlich ist es eher schlecht zu leveln, wenn ich mal so ehrlich bin. Weil die Monster, die werden einfach so stärker und ich muss dafür was tun. Fällt mir auch übrigens ein, ich hätte die Mutter wohl mal einfrieren können. Aber die werde ich jetzt lassen, wo sie ist. Den Gegner hier töte ich vielleicht noch. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg, weil ich möchte auch irgendwann mal ein bisschen weiterkommen hier so in der Story. Ja, schon wieder ein Level up. Frostnova zerschmettern. Gut, habe ich noch gar keine Rune. Nehme ich gleich mal. Arkanflut. War das ein sekundärer? Ja, war es. Alle Gegner in der Nähe des Einschlagsortes. Na, das muss ich mir zumindest mal angucken. Was kostet das? 16 Arkankraft. Wie weit geht das? Ausgesprochen, ja, das scheint immer eine sehr gute Fähigkeit zu sein. Ja, also ich denke, diese Fähigkeit werde ich verwenden statt der Kugel. Froststrahl ist meiner Meinung nach zum Kiten immer noch besser, aber für Flächenschaden werde ich diese Arkanflut nehmen. Scheint zumindest gegen so langsame Gegner wie die, mit denen ich es zu tun habe. Dann nochmal gucken, ob Level 12 jetzt hier da neue Items. Also gegen die langsamen Gegner scheint das womöglich sehr hilfreich zu sein. So, habe ich eine neue Waffe? Ne. Neues Rüstungsteil, Schulterschutz, Schild, Kopfschutz, Handschuhe, Gürtel. Habe ich alles schon, wenn ich mich nicht täusche. Nein, gibt es keine neuen Sachen. Hier nochmal kurz gucken, Händler. Ja, das ist gleich wie eben. Also das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell zurücksetzen. Jedenfalls nicht einfach nur durch ein Level-Up. So, mal gucken, wie mir jetzt die Arkanflut, ob sich die praktisch einsetzen lässt. So wie ich mir das in etwa vorstelle. Oh. Oh, oh. Oha. Die sind ziemlich schnell, die Jungs. Das wäre natürlich jetzt eine ultimative Herausforderung. Brauchen mehr Arkankraft. Warte mal, habe ich den Eisstrahl? Den habe ich jetzt nicht. Da fehlt jetzt die Rune. Da ging mir jetzt das ein bisschen zu schnell runter. So. Ja. Ich glaube, ich komme an denen gar nicht vorbei, ohne sie zu bekämpfen. Leben, das ist, denke ich mal, okay. Wow. Ein würdiges Opfer. Okay, also der Schaden hält sich in Grenzen. Das habe ich gerade gesehen. Und vor allem steht da jetzt, dass ich den angegriffen hätte. Das sehe ich aber anders. Der hat mich angegriffen.
ist denn so voll? Ist ja schneller als normal. Ich habe nicht genug Arkankraft. Mal gucken, wie das so funktioniert. Also den dicken AE-Radius hat das nicht gerade. Wow, auf Rumford. Oh, das habe ich wieder nicht bedacht, dass also in dieser kleiner kriechender Torso rauskommt, der mir massig Schaden reindrückt. Ja, mal gucken, ob ich jetzt hier einfach über diese Range ein bisschen... Nee, so weit gehen die nicht. Ja, ich denke, das wird jetzt mal... Ich werde versuchen, die zu killen. Oder... Ich bin mir unsicher. Das könnte eine ganze Weile dauern, weil letztens der Lilane, der hatte 47.000. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Sobald der Mob hier tot ist, gucke ich mal nach, wie viel Leben die eigentlich haben, die guten Viecher. Der Radius ist schon wieder ein bisschen zu klein. Ich brauche Arkankraft. So, komme ich jetzt ran an die Viecher? Zumindest mal, um zu gucken, wie viel Leben die haben. Also der, dem habe ich schon ein bisschen was abgezogen. Der ist schon so gut wie tot, kann man sagen. So, 52.000. Naja, das ist jetzt nicht so viel mehr, als der andere hatte, aber das sind natürlich 4 Stück. Und das sind ranged Gegner. Ein würdiges Opfer. Oh, okay, diese Elektrizität tut ganz schön weh. Aber da kann man ja auch relativ gut ausweichen. Na, mal lieber einen Heiltrank. Ja gut, der geht ganz gut runter, finde ich.
100 Schaden macht der Fernangriff nur. Die Blitze machen natürlich deutlich mehr. Jetzt komme ich langsam in Richtung zu dieser Mutter. Die habe ich ja stehen lassen hier hinten. Also die Blitze, da darf ich mich echt nicht von treffen lassen. Zumindest nicht von mehr als einem. Oh. Ja, hier ist kein guter Platz zum Kämpfen, wenn der dauernd blitzt von den Pfeilen. Zusätzlich zu den Blitzen, die ich verursache mit meinem Schaden. Sollte ich doch wieder die Kugel benutzen. Was ich halt wirklich gerne hätte, wäre, ist ein guter Single-Target-Spell, wo man nur einmal was casten muss. Wo ist er denn hin? Der war doch gerade noch hier. Dieser Q-Spell ist nicht wirklich nützlich. Diese Kreatur muss sterben. Gut, die Hälfte ist schon mal weg. Das ist natürlich jetzt nur einer von vier oder so. Rumford, tank ihn.
gut, wenn ich jetzt hier eh bei der Stadt bin, kann ich auch mal hier die kostenlose Heilung benutzen. Möget ihr ein letztes Mal die Hauptsache, die Ratte rennt mir jetzt nicht hier ins Tor, wo sie fast tot ist. Hier ist ja noch einer so nah dran. Dann gehe ich doch lieber wieder hier lang. Ah, Rammvorteil auf das zu blocken. Ah, oh, so sieht das gut aus. Pfeift schon aus dem letzten Loch, nur noch 9000 Leben. Ich könnte ruhig mal ein paar längere Pausen zwischen ihren Angriffen machen. Ja, da ist die Mutter. Zwei Fernkämpfer auf einmal. Ach du Scheiße. Ich muss noch ein wenig länger warten. Verwundet. Wow. Warum waren die auf einmal alle hier? Und dann auch noch mit Heiltrank auf Cooldown. Das war jetzt richtig, richtig knapp. Na kommt. Kommt hier rein, Jungs. Und sterbt. Mir doch scheißegal. Dann seid ihr wenigstens weg. Ich will mich echt nicht mit euch befassen jetzt hier. Ich will die fast Tote will ich. Die will ich selber killen. Oh, zu viel Blitze, zu viel Blitze. Los, los. Komm, ja. Nein, du nicht. Verflucht. Scheiße. Naja. Das war zwar nicht der Plan, aber was soll's. Gefahr ist erstmal beseitigt. Aber sehr weit bin ich nicht gekommen jetzt hier so. So, ich werde den Part jetzt hier beenden, aber ich mache dann gleich noch einen, weil sonst komme ich nie weiter. Allerdings sehr viele Parts werde ich auch nicht mehr machen, weil es ist ja immerhin schon 23 Uhr und noch was. Gut, also bis gleich oder ja, bis zum nächsten Part. Für mich bis gleich, für die anderen bis zum nächsten Part.